ich habe das erste halbe Jahr in Düsseldorf wirklich wenig Einsatzzeiten gehabt, habe nicht das zeigen können, was ich eigentlich drauf habe. Und dann habe ich eine Chance bekommen gegen Greuther Fürth und habe da das 1-0 geschossen. Und seitdem her wirklich eine rasante Entwicklung. Viele Eindrücke auch mit der Mannschaft. Jetzt Platz 1 in der zweiten Liga und auch die Einsätze in der U21, die mich dann oder die internationalen Einsätze, die mich dann auch weiterbringen. Maximilian Beister, die Leihgabe des HSV im Dienste von Fortuna Düsseldorf, steht mittlerweile bei einigen Bundesligisten auf dem Wunschzettel. Die letzten 6 Monate haben ihm den Durchbruch gebracht. Ich glaube, das ist einfach das gewisse Selbstvertrauen, was mir vielleicht in dem ersten halben Jahr gefehlt hat. Oder diese Leichtigkeit, womit man dann auch gut Fußball spielen kann. Der Vereinswechsel, dann die neue Umgebung, neue Leute kennenzulernen und das, glaube ich, hat bei mir ein bisschen gedauert, bis ich mich daran gewöhnt habe. Auch in der U21 wächst er langsam zur festen Größe. Außerhalb des Platzes ist Maximilian Beister eher ein Vertreter der leisen Töne. Er genießt die Ruhe wie zurzeit in Zypern. Aber auf dem Platz, da kann er richtig giftig werden. Ich glaube, das ist so mein Spieltyp, dieses dynamische, dieses schnelle, spektakuläre Spiel, glaube ich. Was mich auszeichnet, ich glaube, außerhalb des Platzes versuche ich dann lieber mal einen Gang runterzuschalten und nicht so aktiv zu sein, mir auch mal Auszeiten zu gönnen. Ich glaube, das ist wichtig, um seinen Körper dann auch wieder runterzufahren, um Energie zu sammeln, um dann auch auf dem Platz wieder voll durchstarten zu können. Der feine Techniker ist stolz, dass er den Sprung in Deutschlands Elite-Juniorenteam geschafft hat und er weiß um die Bedeutung der U21. Es ist halt so, dass nicht jeder in der Nationalmannschaft spielen darf, sondern es sind nur wirklich wenige Leute. Und das muss man sich, glaube ich, immer wieder vor Augen halten. Das ist eine große Sache und ich glaube, in jedem Spiel ist es für mich immer wieder was Neues und was Schönes, dann auch für sein Land spielen zu dürfen. Auch am trainingsfreien Tag hat Beister kaum einen Blick für die schöne Hotelanlage übrig. Eigenes Training ist angesagt, denn Beister, der gebürtige Norddeutsche, hat ehrgeizige Ziele. Ich würde natürlich gern 2013 bei der Euro dabei sein. Ich würde gerne nächstes Jahr in der ersten Liga spielen. Vielleicht auch irgendwann mal bei Jogi Löw oben an der Tür klopfen. Ich glaube, da gibt es viele Schlagzeilen. Auf eine würde ich mich gar nicht festlegen jetzt. Ich habe viele Ziele, die ich erreichen will. Dafür muss ich hart arbeiten jeden Tag und das versuche ich auch. Harte Arbeit, das heißt jetzt Sieg mit der U21 gegen Zypern. Es wäre der 7. im 7. EM-Qualifikationsspiel. Thank you.